Martin Walker kann seine Vergangenheit als Politikjournalist wahrhaftig nicht verleugnen, obwohl er seit Jahren fast ausschließlich Romane schreibt. Der gebürtige Schotte hat seine Wahlheimat 150 Kilometer östlich von Bordeaux im Südwesten Frankreichs gefunden. Die Region Périgord hat er auch zum Schauplatz seiner höchst erfolgreichen Kriminalromane gemacht. Hier ermittelt seit 2008 Bruno, ein sympathischer und listiger französischer Dorfpolizist. Seine Fälle wurden allein im deutschsprachigen Raum 700.000 Mal verkauft, weltweit über 1 Million Mal. Martin Walker studierte Geschichte in Oxford und Ökonomie in Harvard. 27 Jahre lang berichtete er aus aller Welt für die britische Tageszeitung The Guardian und leitete die Auslandsbüros in Moskau und Washington. Seine persönlichen Einblicke in die Weltpolitik schilderte er in zahlreichen Sachbüchern, etwa über den Kalten Krieg, Michail Gorbatschow oder Bill Clinton, der Walkers Studienkollege war. In Washington leitet er seit Jahren eine Firma, die weltweite politische und ökonomische Trends analysiert, eine Denkfabrik für Topmanager und Politiker. Es ist interessant, nach China, Indien, dem Mittleren Osten oder Amerika zu reisen und über die Wirtschaft nachzudenken. Aber mein Herz gehört Bruno und dem Périgord. Damit beschäftige ich mich am liebsten. Rund 4 Monate im Jahr tauscht Walker die große Weltpolitik gegen ein beschauliches Dorfleben. Der Schriftsteller und seine Familie machten das Haus in Frankreich 1998 zu ihrem Wohnsitz. Ich hatte damals in Washington zu tun. Ich musste Clinton interviewen. Ich war gerade im Weißen Haus, als meine Frau Julia anrief und sagte, egal was du gerade machst, nimm das nächste Flugzeug nach Frankreich, ich habe unser Haus gefunden. Ich überlegte, Weißes Haus, Clinton, aber 2 Tage später flog ich. Meine ganze Inspiration schöpfe ich aus dieser Region. Ich hätte vermutlich keinen einzigen Roman geschrieben, wenn ich nicht in das Périgord gezogen wäre. Als ich mich hier niederließ, wollte ich sofort über diese Gegend schreiben. Die zauberhafte Kombination von gutem Essen, Landschaft, Wein und Geschichte machte mich zum Schriftsteller. Meine Romane sind zum großen Teil eine Reportage über die Art des Lebens, das ich oder meine Nachbarn hier führen. Ich beobachte, wie die Menschen hier leben oder welche Bedeutung sie dem Essen beimessen. Ich berichte darüber und versuche, es in Romanform zu packen. Es ist zum Teil Reiseliteratur, Kochbuch, ein Liebesbrief an Frankreich und das Périgord und dazwischen gibt es einen Mordfall, damit es ein Krimi wird. Ich schreibe nicht Krimis im herkömmlichen Sinn, weil mich das nicht interessiert. Ich möchte über diese Gegend schreiben und was sie so einzigartig macht. Martin Walker lässt seinen Romanhelden Bruno in einem fiktiven Ort namens Saint-Denis ermitteln. Viele Beschreibungen passen jedoch auf das malerische Städtchen Le Bug. Auch wenn sich der Autor für seine Romane
oft manche Details oder Gebäude aus Nachbarorten borgt. Bruno schaute zufrieden auf seine Stadt hinab. Und wie so oft verweilte sein Blick zunächst auf dem glitzernden Lichtspiel der Sonne in den Strudeln der Weser vor den alten steinernen Brückenbögen, wanderte weiter zum hell blinkenden Wetterhahn auf dem Kirchturm, dann zu dem Adler über dem Kriegerdenkmal, wo er sich heute Punkt 12 zu einer Gedenkveranstaltung einfinden musste. Allmählich kam Leben in das friedliche Bild. Die ersten Gäste steuerten auf Fouquets Café zu, und selbst von der fernen Anhöhe aus hörte Bruno das Metallrollo klappern, das vor Lepinas Tabak hochgezogen wurde, wo man außer Zigaretten auch Angelzeug, Waffen und Munition kaufen konnte. Ein nicht gerade gesundheitsförderndes Sortiment, dachte Bruno. Sein Blick fiel auf den verkehrsreichen Kreisel und die geschäftige Einkaufsstraße dahinter. Die Passanten, die er sehen konnte, waren größtenteils Touristen, die die Aushänge in den Fenstern der Immobilienmakler studierten. Das neue Saint-Denis bestand aus 4 Bäckereien, 4 Friseursalons, 4 Maklerbüros, 3 Banken, 3 Delikatessenläden, in denen es Foie Gras und andere Spezialitäten der Region zu kaufen gab, aber nur einem Lebensmittelgeschäft und einer Metzgerei. Anders als die meisten französischen Kleinstädte hatte Saint-Denis nicht nur einen Wochenmarkt, sondern gleich 2. Verglichen mit dem großen Markt am Dienstag mit seinen über 100 Ständen war der Samstagsmarkt eine eher familiäre Veranstaltung. Selten wurden mehr als ein Dutzend Stände aufgebaut. Dafür reichte der kleine Parkplatz, auf dem wochentags der Bürgermeister und sein Personal ihre Autos abstellten. It's not just that this is where you do your shopping. Es geht nicht nur um das Einkaufen. Der Markt ist ein Treffpunkt. Hier hört man den neuesten Tratsch oder man erfährt, wo man die besten Käse oder Fisch bekommt. Und abgesehen davon gibt es noch eine tiefere Bedeutung. In diesem Ort wird der Dienstagsmarkt seit dem 14. Jahrhundert abgehalten und das ohne Unterbrechung. Weder Kriege noch Revolutionen konnten dem Markt etwas anhaben. Er wird immer bestehen. Auf den Märkten verteidigen die Menschen auch ihre Lebensweise. Etwa wenn die Lebensmittelkontrolleure der EU versuchen, die seit Generationen gepflegte Art der Herstellung von Stopfleber oder Käse zu ändern. Es finden sich immer Wege, dass die Märkte, so wie sie sind, erhalten bleiben. Bruno traf hier seine Freunde. Stefan und seine Tochter Dominique verkauften Milch, Käse und Joghurt. Gleich daneben schenkte Raoul, der Weinhändler, seine Kostproben aus. Und auf dem Stand von Yves türmten sich Obst und Gemüse. Der Fischhändler und der Charcutier stritten sich um den günstigsten Standplatz am Rande der Brücke. Bruno kannte alle Händler persönlich, auch die meisten ihrer Kunden und sogar manches Geheimnis aus ihrem Leben. Es sind angenehme Bücher. Es gibt kein großes Blutvergießen, die Gewalt hält sich in Grenzen. Es geht auch nicht immer um Sex, Sex, Sex. Meine Hauptfigur ist ein echter Held. Er ist kein Alkoholiker, er hat kein Problem mit Frauen. Im Gegenteil, er liebt sie. Er ist ausgesprochen nett. Er ist ein Polizist, für den Gerechtigkeit über dem Gesetz steht. Wenn Martin Walker und seine Frau Julia die engsten Freunde zu einem Abendessen einladen, genießt der Autor ein seltenes Privileg in der Literaturgeschichte. Er versammelt somit auch einige Hauptfiguren seiner Romane an seinem Tisch. Denn das Stammpersonal in Walkers Krimis ist zur Gänze realen Vorbildern nachempfunden. Bruno heißt in Wirklichkeit Pierrot Simonet. Er ist der Polizeichef von Le Bug und ein enger Freund und Tennispartner des Autors. Im Roman ist er zwar jünger, athletischer und nicht verheiratet wie Pierrot, aber Lebensgeschichte und Charakter sind nahezu identisch. Pierrot
Pierrot hält diesen Ort zusammen. Er organisiert Feuerwerke und Konzerte. Er hält alle auf dem Laufenden über Geburten, Hochzeiten oder Todesfälle. Er ist unsere menschliche Lokalzeitung und gleichzeitig Polizist. Hallo. Seit vor einigen Jahren Martins erste Bücher auf Englisch erschienen sind, sprechen mich immer wieder Menschen auf dem Markt an und fragen mich, sind Sie Bruno? Ich sage, ja, das bin ich. Wunderbar. Wir haben die Bücher von Martin Walker gelesen. Und seit es auch eine französische Ausgabe gibt, hat das noch zugenommen. Die Leute wollen, dass ich Autogramme schreibe, mit ihnen ein Foto mache. Am liebsten würden sie mich mit nach Hause nehmen. Ein ziemlicher Erfolg. Es ist neu für mich und nicht unangenehm. Ratschläge für seine Ermittlungen holt sich Bruno gerne von einem mürrisch wirkenden, aber in Wahrheit großherzigen Algerien-Veteran und Großgrundbesitzer. In den Romanen wie in der Realität wird er nur der Baron genannt. Raymond, Walkers Nachbar, inspirierte den Autor nicht nur für den Chefermittler der nationalen Polizei. Er starb auch schon als Spion namens Hercule, einen grausamen literarischen Tod. Jedes Mal, wenn ein neues Buch auf Englisch erscheint, laden meine Frau und ich zu einem Abendessen mit Pierrot, seiner Frau, dem Bürgermeister, dem Baron, Raymond und anderen Freunden. Es gibt wunderbares Essen und vorzüglichen Wein. Nach dem Essen halte ich eine kleine Ansprache. Ich erzähle, dass das neue Buch von der Schönheit der Frauen des Périgord handelt, von intelligenten Männern, die wieder einmal die Pariser Bürokraten austricksen, von herrlichem Essen und großartigem Wein und nebenbei wird jemand ermordet. Das passt schon, Martin. Mehr Wein. Und jeder ist glücklich. Vor kurzem erschien der erste Bruno-Krimi auch auf Französisch. Und alle Beteiligten können ihre Abenteuer nun in ihrer Muttersprache lesen. Dass sie nach wie vor Walkers Einladungen gerne folgen, ist wohl ein gutes Zeichen für den Autor. Walkers Hund Benson ist der Letzte in der Runde, der nicht ahnt, dass auch er in den Bruno-Krimis literarisch verewigt wurde. Aber auch ihm dürfte das ziemlich gleichgültig sein. Musik.